das müsst ihr euch anschauen. Das sind jetzt richtig, richtig super tolle getrocknete Trauben. Wow. Das ist nur noch Zucker im Kern. Guten Morgen zusammen. Heute ist der Freitag, 21. September. Wir schauen die getrockneten Trauben heute an und noch die wilde Hefe. Ich gehe jedoch Wein liefern. Ich bin noch unterwegs und ihr könnt das mit Andi in Ruhe anschauen. Tschüss. Heute ist wieder mal richtig schönes Wetter. Eigentlich sollte es den ganzen Tag schiffen und regnen, aber schaut euch das an. Wunderbar, wunderbar. Heute schauen wir uns einmal die bisschen die Trockenbeeren an. So. Wir sind schon echt fleißig mit dem Trocknen. Das sind sie, die wunderbar getrockneten Trauben. Jetzt müsst ihr mal schauen. Das sind die roten. Die sehen doch sensationell gut aus. Das sind ganz schön eingedickte Trauben heute. Die sehen wunderbar aus. Das ist wirklich nur noch Zucker und Trauben heute. Also hat es richtig was Tolles gegeben. Das ist für die roten. Aber heute schauen wir uns nur die weißen Trauben an, denn diese, die kommen heute in den Orange Wein. Wir machen einen Weißwein mit Trauben heute vergoren und dafür brauche ich diese eingetrockneten Trauben. Das bringen wir jetzt hinunter. Heute machen wir etwas Spannendes und einfach die spannende Sache heute. Wir gehen ein bisschen tiefer in das coole, spezielle Weinmachen hinein. Und das sind ja die Trockenbeeren, die wir getrocknet haben, diese schön eingedickten. Die haben jetzt circa das Doppelte an Zucker, was sie eigentlich am Stock haben. Und jetzt kommen sie hier in diesen Orange Wein. Und Orange Wein ist ja nichts anderes als Weißwein mit den Trauben heute vergoren. Eigentlich das, was der Rotwein ist. Und so sieht das aus. Das sind jetzt die weißen Trauben heute. Und hier gärt es schon recht schön hier drin. Es blubbert und knistert. Ah, immer dieses CO2. Boah, da muss man immer gut aufpassen. Was hier schon drin ist, das ist die Hefe. Die wilde Hefe, die wir gemacht haben. Und die schauen wir uns jetzt noch einmal schnell an. Das sind sie, die drei wilden Hefe und plus eine, die ich gemacht habe. Im letzten Vlog könnt ihr hier oben anschauen, haben wir die wilde Hefe gezüchtet und da haben wir noch eine extra Hefe gemacht. Das ist diese. Das ist die 2015 Hefe. Die kann Alkohol bis über 15 Volumenprozent machen. Eins, zwei und drei. Alles drei verschiedene Hefen. Und die sind jetzt eigentlich schon im Einsatz. Die gären schon im Keller vor sich hin. Und was überhaupt nicht gegangen ist, ich habe drei Stücke gemacht. Nummer eins, die hat gar nicht funktioniert. Die hat richtig schlecht gerochen. Die Hefe Nummer zwei, die ist ganz gut gelungen. Das ist eine Hefe, die ich für den Rotwein verwenden werde. Guter Gerbstoff, ich denke, guter Körper, gute Dichte. Die passt sicher gut. Zu guter Letzt haben wir hier die wilde Hefe Nummer 3. Das ist die, die recht gut gelungen ist. Die macht eine gute Frucht, eine gute, ich denke für die Weißweine ist sie richtig gut geeignet. Die habe ich jetzt viel verwendet für die Weißweine und die machen einen richtig guten Job. Immer wieder eine gute Hefe, die 2015er, macht richtig Spaß,
gute Frucht, gute Säure und die passen richtig gut für dieses Jahr mit diesen hohen Alkoholgehältern. Und wenn man so mit den wilden Hefen arbeitet, dann ist es immer wichtig, wenn man sie züchtet, im Gaumen, dann müssen sie einfach gut sein. Jeder schmeckt ein bisschen anders, aber im Gaumen, sie darf nicht dass dieses Ekel-Effekt haben. Wenn es das hat, dann ist die Hefe gar nichts, dann muss man sie auskippen, wegkippen. Es ist nicht immer einfach mit der wilden Hefe zu arbeiten, aber es ist möglich. Und wenn es funktioniert, dann gibt es einfach richtig, richtig tolle Weine. Und auch diese Aromatik, diese verschiedenen Düfte, Geschmäcker, das macht einfach den großen Unterschied im Wein. Und das ist das Spannende, der Nerv, also Nervenkitzel, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist ein Risiko da. Es kann passieren, dass nichts wird. Passiert eigentlich gar nie, ist noch nie passiert. Aber wenn es funktioniert, dann gibt es echt einen tollen, tollen Wein. Und für unseren Orangewein habe ich mich entschieden für die wilde Hefe Nummer 2. Denn das ist eine richtig gute Hefe. Mit den Trauben heute vergoren, denke ich, das passt so richtig gut für diesen Wein. Also das sind die schönen Trockenbeeren. Die sind so richtig schön eingedickt, müssen wir mal schauen. Und zwischendurch gibt es diese Verfärbung, das sind schon fast Sultaninen, die man eigentlich zum Backen braucht. Und die haben so richtig viel Aromatik, diesen Dörrgeschmack, einfach diese Frucht. Das passt einfach richtig gut in den Wein und die gibt hier jetzt in unseren Orangewein. Das ist der erste Orangewein, den ich gemacht habe. Der sieht so aus. Das ist der Schwarz Zürich. Das ist ja eigentlich so Müller-Thurgau, oder? Und bei uns, wir sind in Zürich und wir sagen nicht Thurgau. Ich heiße nicht Müller und komme nicht aus dem Thurgau. Ich als Zürcher sage nicht Müller-Thurgau, wir sagen Riesling-Silvaner oder Schwarz Zürich. Das ist viel besser. Alle Zutaten sind zusammen. Der Orangewein ist sozusagen bereit für die Gärung. Alles ist drin, trocknete Trauben, die Maische unten, die gärt wie verrückt. Jetzt muss das alles noch durcheinander gemischt werden und ich bin echt gespannt, wie das wird. Der 2015er, der war richtig gut. Dieser Wein hat richtig ordentlich Wumms. Es ist halt wie ein Rotwein, aber es ist halt weiß. Und du kannst wirklich ein Stück Fleisch vom Grill dazu essen und der Wein passt richtig tiptop dazu. Ich versuche wirklich viel mit den Trauben zu arbeiten. Auch das Trocknen ist halt extrem wichtig. Ich versuche alles herauszuholen, was aus den Trauben geht. Und dann machen wir halt solche Experimente oder Traubentrocknen, was auch immer. Es muss einfach irgendwie gehen. Ja, das ist eigentlich der Schluss vom Film. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt auch einen Gruß von Priska. Danke fürs Zuschauen. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, was wir hier so machen. Und ich sage danke vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss.